Moin. Falls noch nicht geschehen, dann klicke jetzt auf diesen Abonnier-Button, weil hier lernst du die Sachen, die wirklich wichtig sind für einen Musiker. Nummer 1, keinen vollen Kaffeebecher auf dem Bassverstärker. Und Nummer 2, keine Party ohne Elvis. Nee, ich wollte dir heute meine Bass-Ukulele mal zeigen. Und zwar ist der kleinste Bass, den ich habe. Habe ich mir vor 4 Jahren gekauft, nie bereut, in einem Geschäft. Da hingen 3 davon. Waren auch alle unterschiedlich. Ich habe mich dann für die entschieden. Also das gleiche Modell, das waren alles Lizzies, aber die waren sehr, sehr unterschiedlich, was Bespielbarkeit und Verarbeitung und Klang angeht. Von daher würde ich dir auch empfehlen, irgendwie geh in so ein Geschäft, wenn du sowas kaufen willst, und probier die einfach mal aus, weil das echt Unterschiede gibt da. Ich kenne noch bislang nur die Lizzie. Ich habe noch nie eine Carla gespielt. Ich weiß noch, Harley Benton, da gibt es auch einige Modelle, die sie da verkaufen, aber nie in der Hand gehabt. Mit der bin ich zufrieden. Der wohl gravierendste Unterschied zu einem E-Bass ist, dass man hier mit viel weniger Kraft spielen muss. Sonst kommt der Ton nicht wirklich sauber. Und Nachteil ist, dass sich natürlich diese Gummiseiten relativ schnell verstimmen. Vorteile sind, das Ding ist schnell eingepackt, ab an den Strand oder selbst im Flieger geht das als Handgepäck durch. Von daher ist es einfach nur geil und man lernt auch richtige Stare kennen. Ich habe in Hannover die Scorpions kennengelernt, also an diesem Security-Check wurde das Ding da durchs Röntgengerät geschoben und dann hat der Mann das dann zu den Scorpions rübergeschoben, die ich aber von hinten erst gar nicht erkannt habe, weil die auch alle irgendwelche Ukulelen dabei hatten. Und so konnte man zumindest mal Hallo sagen, weil wir alle im Rockgeschäft sind. Ich will auch gar nicht lange hier weitersabbeln. Ich spiele dir mal was vor und dann kannst du mal hören, wie es abgenommen klingt. Und